Ja, Verzug, würde ich sagen. Ich habe das auch als ich damit drüber nachgedacht habe, für was steht Verzug, dann ist mir eigentlich auch aufgefallen, dass das schon so Sachen sind, also die ich auch gut finde und sehr gut finde, ist einfach eine gewisse, also in Anführungszeichen, man ist ein bisschen konservativer und wertebewusst und trotzdem innovativ. Und man ist irgendwo bodenständig und schaut trotzdem in die große, weite Welt hinaus. Man ist irgendwo regional und ist trotzdem in der ganzen Welt unterwegs. Also ich glaube, das sind schon viele, viele Punkte, die ich persönlich auch für mich gut finde. Und das verbinde ich mit Verzug und darum arbeite ich gerne mit Verzug zusammen.